Bitte. Ja. Sammy, jetzt hör mir doch mal zu. Ja, Sammy, Manöverkritik zur letzten Show. Die Quote war toll. Ja, du kamst wahnsinnig intelligent rüber. Aber hör mal, Sammy, du sollst nicht improvisieren. Ach Mensch, da machst du Fehler. Erstens, Voltaire hat nicht die Autobatterie erfunden. Du, ich weiß das, ich bin deine Chefautorin. Ich habe in Cambridge studiert. Nein, Sammy, Cambridge ist deine Stadt. Wer Käse heißt, Camembert. So, Mord, ich kündige. Zweitens, Sammy, Tripolis ist keine Geschlechtskrankheit. Nein, auch nicht, wenn du sie schon mal hattest. Sag dem Vollidioten, dass ich kündige. Ja, Christian ist hier, du, der grüßt dich ganz lieb, hier. Aha. Genau, wir besprechen dann die Themen für die Show. Ja, du hast was? Alles klar. Tschüss, Sammy. Sammy kommt später. Aha. Er kriegt die Zentralverriegelung von seinem Wagen von innen nicht mehr auf. Was? Jetzt ist er eingesperrt. Eingesperrt? Der hat ein Cabrio. Yep. Ich stoppe gerade die Zeit, bis er es merkt. Hm. Christian, bitte lass uns jetzt mal ein Brainstorming machen für die Sendung heute, ja? Nein, ich will kein Brainstorming machen. Ich kann nicht mehr. Seit einem Jahr arbeite ich jetzt fürs Fernsehen. Als Autor für die Sammy Böhme Show. Das soll eine politische Satire-Show sein. Wäre da nicht Sammy Böhme? Ein Typ, den man nach der Geburt definitiv dreimal hochgeworfen, aber nur zweimal wieder aufgefangen hat. Christian, bitte jetzt lass uns mal loslegen. Du bist im Moment mein einziger Autor. Ich will aber nicht, Mord, ich kann für den Idioten nicht mehr arbeiten. Oh, komm, lass uns was über die Maut machen, ja? Ach, die Maut, auch so ein blödes Thema. Ich kann es nicht mehr hören, diese CSU mit ihren blöden Themen. Die CSU ist doch wie der blöde Kevin beim Kindergeburtstag, der unbedingt die ganze Zeit zeigen will, wie man sich einen Furz anzündet, ja? Und man weiß, das ist eine dämliche Idee, aber irgendwann musst du den machen lassen, damit er sich nicht ausgeschlossen fühlt. Na gut, eine Regierung mit der CSU, das ist immer so eine Mischung aus Koalition und beschützender Werkstätte. Ja, genau. Ja, und die hat doch schon ihre Herdprämie bekommen. Haben sie doch schon. Bringt nichts. Gibt's jetzt Studien zu. Bringt überhaupt nichts. Ja. Aber versuch mal in Deutschland im Moment einen Kindergartenplatz zu kriegen. Na, ganz schlimm ist es wohl in Bayern. Da müssen Mütter ihre Kinder beim Jugendamt für einen Kindergartenplatz anmelden, unmittelbar nachdem sie mit einem Mann geschlafen haben. Das ist hart. Aber noch schlimmer ist es in Nordrhein-Westfalen. Da muss eine Mutter ihr Kind beim Jugendamt für einen Kindergartenplatz anmelden, unmittelbar bevor sie in Erwägung zieht, mit einem Mann zu schlafen. Am schlimmsten ist in Niedersachsen. Da können Mütter ihre Kinder nur anmelden, indem sie mit einem Mann vom Jugendamt schlafen. Das ist schlimm. Das ist schlimm. Das ist wirklich schlimm. Ja. Und Sammy möchte auch irgendwas noch über den Euro machen. Ja, warum uns die Griechen und Italiener auf der Tasche liegen, sag mal, Christian. Fällt dir dazu noch irgendwas ein? Dazu fällt mir überhaupt nichts mehr ein. Das machen wir seit Monaten, weil Sammy Böhme es lustig findet. Haha, ja. Ha, die faulen Südländer. Immer jo. Faul in der Sonne, die Südländer kennt immer man ja. Immer faul in der Sonne. Ebenso sind sie ja, die Südländer. Immer faul in der Sonne. Besonders die Iren. Ah. Ja, ich finde es platt, ich finde es platt. Platt, platt. Ja, aber der Euro interessiert die Zuschauer nun mal. Und ich meine, ey, die Lage ist schon ernst, ja? Wir teilen uns die Währung mit einem Volk, das nur Schulden, Korruption und Vetternwirtschaft kennt. Ja, aber du kannst den Kölnern den Euro nicht einfach wieder wegnehmen. Ja. Christian, wir machen hier Fernsehen, ja, da muss man auch mal ein bisschen auf die Quote gucken. Und ich meine, 30% der Deutschen wollen den Euro abschaffen. 30%? Ja. Das ist viel. Immer noch 30%? Ja, sehr viel. Das ist eine Menge 30%. In D-Mark 60. Genau. Ja, ja, aber ich weiß nicht, was soll immer dieses Genörgel, die sollen mal mehr arbeiten im Süden. Warum fahren wir denn so gerne in diese Länder in Urlaub? Gerade Griechenland, Italien, Spanien. Vielleicht, weil die nicht ganz so bescheuert rödeln wie wir, aber wir uns danach auch irgendwo unbewusst sehnen. Ich meine, wenn wir Menschen sehen wollten, die arbeiten, da würden wir im Urlaub nach Leverkusen fahren, uns vors Bayerwerk setzen und mit einem Fernglas die Stechuhr beobachten. Macht aber keiner, aus gutem Grund. Ja, was guckst du mich jetzt so an? Ich glaube auch nicht, dass in Europa die Südländer mit ihrer Faulheit das Problem sind. Eben, das ist zu kurz gedacht. Ja, natürlich, das sind nämlich ganz andere. Aha, nämlich? Ja, die Osteuropäer mit ihrem Fleiß. Ja klar, Christian, guck dir nur mal den Ratzinger an. Ja, unser deutscher Ex-Papst, ja? Da hatten wir einmal einen deutschen Papst und Burnout. Ah, super.
Und dagegen dann der Wojtyla, ganz genau, der Pole. Der hat in seiner Amtszeit 2000 Leute heilig und selig gesprochen, 127 Reisen unternommen, 8 Messen die Woche gelesen und ich habe mal gehört, der hat nachts noch schwarz im Vatikan die Bäder neu gekachelt. Das war der Pole. Ja, klar. Das ist super. Das ist gut. Das finde ich super. Was machst denn du da? Schreibe ich kurz auf. Nein, nehmen wir nicht in die Sendung. In die Sendung. Christian, nichts über Religion. Da flippt Sammy wieder aus. Kennst du ihn doch. Der möchte nur über den Euro quatschen. Natürlich, nur über den Euro. Ich weiß auch, was er wieder hat. Oh. Der hat wahrscheinlich wieder irgendeine Idee. Hm. Hey Leute, ich habe eine Idee. Ich quatsch mal Tüte, ich quatsch mal Papierkorb. Hm. Ich trete als Gyros auf. Mit einer Zwiebel auf dem Kopf. Ja, irgend so ein Schwachsinn kommt da wieder. Und dann nimmt er mich wieder in den Schwitzkasten und rubbelt mir über die Haare. Ich hasse das immer. Hey, meine Truppe. Da, 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 da. Ich hab bald eine kahle Stelle hier oben. Immer. Hey. Da, 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 da. Und dann diese Gags, dann immer noch diese Gags. Der kleine Mann muss wieder für die Griechen berappen. Ich hab schon auf der Bank ein Gyros-Konto. Das ist bei mir so Uso. Boah, nee, also solche Scheiß-Gags macht selbst Sammy Böhme nicht. Und ob er die macht und dann immer diese eitlen Auftritte. Ja, der kann ja nicht mal normal rauskommen und sagen, schönen guten Abend. Dann immer, hey, wer ist denn da? Hey! Hey! Wer ist da? Wer da ist? Wer da ist? Da ist er! Da ist er! Endlich! Hurra! Euer Sammy Böhme! So. So, pass auf. Der kleine Mann muss wieder für die Griechen berappen. Aber ich habe auf der Bank ein Gyros-Konto. Das ist bei mir so Uso. Ist das eine geile Geschichte? Ist das eine geile Geschichte? Das ist doch mal eine geile Geschichte. Das ist meine geile Geschichte, Mann. Warte, pass auf. Ich habe eine Idee. Ich quatsch mal Tüte, Papierkorb. Pass auf. Ich trete als Gyros auf und habe auf dem Kopf eine Zwiebel. Eine Zwiebel. Ist das gut? Ach, super. Ja, ist das diesmal richtig gut? Das ist gut, ne? Ja. Sehr geil, oder? Ja, gut. Richtig gut, ne? Auch aktuell, oder? Auch aktuell. Vor allem lustig, oder? Auch. Ist gut, ne? Ja. Dann lacht er mal. So, was ist denn los, du alte Scheißhaus? Komm her, du. Hä? Komm her. Alles in Dortmund? Alles in Dortmund, Sammy. Hast du eine ganz kahle Stelle hier oben, du? Meine Truppe, du. Mann. Du alte Mehlschwitze, du. Sorry, ich bin ein bisschen too late, Leute, aber dieses Land geht den Bach runter. Aber Gott, ich glaube das. Ich habe stundenlang auf diesen blöden ADAC gewartet. Weißt du, obwohl ich ja Diamant-Mitgliedschaft habe. Diamant? Diamant beim ADAC. Weißt du, es gibt ja Gold, Platin und Diamant. Pass auf, bei Gold wirst du abgeschleppt, wenn du irgendwo liegen bleibst. Und bei Platin wirst du auch abgeschleppt, aber die Frau vom ADAC-Mann kocht dir noch einen Kaffee. Und bei Diamant? Da kochte der ADAC-Mann den Kaffee, während du seine Frau abschleppst. Oder? Ja, sag mal, aber was ist das für ein Land, in dem ein Sammy Böhme stundenlang warten muss? Was ist denn hier los? Was ist schon auf der Fahrt hier hin? Nur Stau und Baustellen. Sag mal, Leute, was ist denn das für eine Verkehrspolitik? Guckst du dir an, die Leute in der Regierung? Wenn ich diese Typen sehe in Berlin, da kriege ich Tinnitus am Auge. So. Tinnitus am Auge. Genau, überall sehe ich Pfeifen. Wenn du da hier Also. Ja. Zum Beispiel hier Gesundheitspolitik. Na, Gesundheitspolitik. Das ist nicht lustig. Leute, ich musste heute Morgen 20 Minuten bei der Vorsorge warten. Ey, warten. Ich als Privatpatient, als Sammy Böhme. Was ist denn hier los? Du warst doch erst gestern und vorgestern bei der Vorsorge. Ich gehe jeden Tag zur Vorsorge. Sonst kommt der Krebs, direkt kommt der Krebs. So, Leute, war das eine Woche? War das eine Woche? Ich denke ja. So. Was gibt's Neues? Oh, Christian wollte dir, glaube ich, unbedingt was sagen, ne? Christian, nee, komm. Raus mit der Sprache. Komm her. Ja. Ja, komm. Sammy, ich habe nachgedacht. Und ich habe das Gefühl, es läuft zurzeit einiges in unserer Show, sagen wir mal so, nicht ganz optimal. Meine Rede. Und soll ich ja sagen, woran es liegt? An euren Texten. Hä? Leute, da fehlen die Pointen. Mal im Ernst, ihr schreibt zu wenig Lacher. Haufen Text, viel zu viel Buchstaben, keiner lacht. Die Leute wollen aber lachen. Die lachen nicht mehr. Ne? Aber ich habe die Lösung. Ich habe die Lösung. Lustige Geräusche. Nach jeder Pointe einfach ein lustiges Geräusch. Hm?
Das rettet jeden von euren Scheißgags. So. Lieber Gott, mach, dass das ein schlimmer Traum ist. Apropos Gags, womit starten wir? Intro, ich komm raus und mach direkt was über die faulen Griechen. Nee, Christian und ich wollten lieber was über Europa im Allgemeinen machen. Ja, haben wir uns gedacht, damit wir nicht immer so das übliche Klischee bedienen. Und dann haben Mord und ich noch ein bisschen rumgewitzelt und hatten noch ein paar ganz schöne kleine Papst-Gags. Halt, gestrichen. Leute, wir machen ja nichts über Religion. Es sind ein paar kleine, harmlose Papst-Gags. Nein, religiöse Gefühle darf man in der Satire nicht verletzen. Jetzt geht das schon wieder los. Warum ist die Grenze immer genau bei der Religion? Warum damit sein? Warum? Das ist ja ganz einfach. Denk da mal nach. Willst du wissen? Ich erkläre es dir. Pass auf, Christian. Das ist folgendermaßen. Weil... Sag du. Ja. Nachher, ich hab's. Weil die Religion den Menschen Halt gibt. Ja, echt, Leute. Wir leben in einer Zeit der Kriminalität, der Unmoral, der sexuellen Perversion. Ja, ja, und außerhalb der katholischen Kirche sieht es auch nicht viel besser aus. Das ist typisch, ne? Immer schön auf der Kirche rumhacken. Leute, kein Schluss aus, keine Religion, damit basta. So, Schluss. Das kannst du nicht einfach hier festlegen. Das geht nicht. Nein, ich finde das nicht richtig, Sammy. Ich würde sowieso gern noch mal in Ruhe und persönlich mit dir sprechen. Oh, da lasse ich Diana lieber mal allein. Christian, toll, toll, toll für deine Kündigung, ne? Und wenn du damit fertig bist, dann schreibst du mir den Anfangsmonolog für die Show. Ja. Ha. Was? Ha. Ja. Sammy. Folgendes. Als ich eben sagte, es läuft einiges nicht ganz optimal. Da hast du dich vielleicht gefragt, worauf will er genau hinaus? Ich meine Folgendes. Ich habe das Gefühl, dass das Team und seine Zusammensetzung, ich nenne es mal die personelle Gesamtstruktur und meine Position innerhalb dieser... Ja, ist ja gut, jetzt komm mal runter. Jetzt macht er mal nicht so einen Kopf, mein Freund. Hör mal, ich weiß eh, worum es geht. Ja, klar. Ich merke das doch auch. Du, Christian, du hier in der Show, da fehlt ein bisschen das intellektuelle Niveau. Das ist dir auch aufgefallen? Ja. Christian, du hast nachgelassen. Wie, das guckst du da so? Was war denn das gestern zum Beispiel hier? Gestern bei der Nummer über die Lobbyisten in Berlin. Da schreibt er, das Motto unserer Politiker ist der Satz eines französischen Dichters, ich denke nicht, ich werde gedacht. Ja, der ist von Rambo. Rambo? Alter, ich kenne Rambo. Ich habe alle Teile gesehen. Ja, oder? Rambo 1, Rambo 2, Rambo 3. Ja, aber so einen Scheiß hat er nie gesagt. Weißt du, und mal so, ey, ganz nebenbei. Das weiß er gar nicht. Das ist kein französischer Dichter, du doof. Das ist ein Scheißfilm mit Sylvester Stallone. Ja, das muss man da wissen, Christian. Weißt, wenn man es nicht weiß... Da gucken wir mal nach. Christian, das darf nicht passieren. Das darf doch nicht passieren, Mensch. Das ist doch nicht das Niveau eines Sammy Böhme. Okay, Sammy, ich pass beim nächsten Mal besser auf. Nee, darf nicht passieren. Wenn mir das nicht mehr passiert. Ach so, ist auch Mensch, Christian. Ich hatte Arbeit mit dem Text. Ich hab da lange dran gesessen. Weiß, du bist ein feiner Kerl. Du bist so fleißig. Du bist ein feiner Kerl, Christian. Du bist halt ein bisschen einfach. Das ist so. Aber weißt du, ist egal. Ich zieh dich mir durch. Ich mache hier quasi Inklusion. Ich sag, komm, du hast ja schon schöne Ideen gehabt. Letztens wieder hast du was Schönes geschrieben irgendwo. Hab ich das gelesen? Wo war das nochmal? Irgendwas über die Russen hier, über Stalin. Wo war das nochmal? Über Stalin? Stalin, irgendwas über Stalin hab ich gelesen. Was Aktuelles über Josef Stalin. Putin hier. Putin. Putin. Ach, Putin. Ja, komm. Putin. Ja, sag gut. Sammy, es ist ein marginaler Unterschied, aber es ist ein Unterschied. Ich weiß, und du bist ja manchmal ein Erbsenzähler, du echte Du kannst doch nicht Stalin sagen, wenn du Putin meinst. Das ist doch alles eine Familie, das ist doch alles scheißegal. Nein. Komm, das ist doch, ich mach das sowieso alles, was du geschrieben hast, mache ich alles wieder weg. Bis zu mir, zack, Doppelpunkt. Stattdessen mache ich lustige Geräusche. Nein! Doch nicht da. Guck dir bitte den Kontext an. Ich habe mich heute Nachmittag noch mal hingesetzt und was geschrieben zur Ukraine-Krise. Ja, weil ich es nicht verstehe, warum muss da weiter eskaliert werden? Warum muss es dieses Manöver geben im Schwarzen Meer von den USA und der Ukraine? Warum denn? Ich meine, ich bin jetzt kein Putin-Fan.
Ich bin nicht einer von diesen Putin-Freunden. Ich traue dem überhaupt nicht. Und es ist ja immer dasselbe Prinzip. Man sieht schon, wie er vorgeht. Die er prescht immer vor, sagt irgendwas, alle erschrecken sich, dann rudert er zurück und sagt, naja, war ja gar nicht so gemeint. Jetzt letztens wieder, dass er sagte, wenn er wollte, könnte er in 2 Wochen Kiew einnehmen. Und dann hieß es, nein, das Zitat war keine Drohung, es ist ja aus dem Zusammenhang gerissen worden. Ich kann mir im Moment keinen Zusammenhang vorstellen, in dem das keine Drohung sein soll. Ja, vielleicht ging es um den Pilotenstreik, das kann natürlich sein. Nicht, dass er eigentlich sagen wollte, Mensch, verdammter Pilotenstreik. Selbst wenn ich wollte, würde ich 2 Wochen brauchen, um in Kiew zu sein. Vielleicht war es das. Nein. Ich glaube, der geht wirklich, der geht systematisch vor. Der hat ja auch vor einiger Zeit schon die Gesetze in Russland verändert. Der hat Musikerinnen ins Gefängnis geworfen. Das haben wir fast schon wieder vergessen. Was war denn mit Pussy Riot? Nicht, die waren 20 Monate im Knast, nur wegen ihrer Musik. Und bei uns macht Helene Fischer seit Jahren, was sie will. Also, um nur die Unterschiede klar zu machen. Nein, ich glaube, Kritik an Putin kann man in Russland nur üben in einer Art und Weise, die Putin selber auch gut findet. Ja, das hätten die von Pussy Riot besser machen müssen. Die sollten jetzt, wo die frei sind, noch mal so eine Punk-Performance machen, in derselben Kathedrale, aber insgesamt ein bisschen netter, ein bisschen freundlicher, ein bisschen verbindlicher. Ich habe da mal was vorbereitet. Heilige Jungfrau Maria, oh wie sehr danken wir dir für den besten Potentaten, den die Russen jemals hatten. Wenn's im russischen Gefängnis auch bisweilen etwas eng ist, es regiert in diesem Staat ein lupenreiner Demokrat. Heilige Jungfrau Maria, wir danken dir für Wladimir. Ich glaube, so wird es gehen. Demokratie und freie Wahl sind dem Putin ganz besonders wichtig. Er kann reiten, er kann führen, Stimmzettel, er geht auch zur Maniküre. Schreibt wer kritisch in der Presse, gibt's von ihm eins auf eine kleine Aufmerksamkeit. Angelt Putin einen Barsch, sagt selbst der Barsch, du bist ein super Typ. Heilige Jungfrau Maria, wir danken dir für Wladimir. Das reimt sich da gar nicht. Das reimt sich da gar nicht. Ey, Alter, auf Barsch, da kommt ein Arsch. Doch nicht super Typ. Also Christian, au, 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 au. Ey, Christian, ey, du musst noch viel lernen. Echt. Du musst, am Anfang ging's, ne? Aber dann zweite Strophe. Da singt er so einfach drauf los. Christian, jetzt merkst du's, oder? Merkst du, wie sehr du meine Hilfe brauchst? Ja, merkst du? Zuschauer merkt das. Christian, komm. Egal, du bist ein feiner Kerl. Christian, eigentlich bist du doch ein feiner Kerl. Du bist ein fleißiger und feiner Kerl. Bist du. Aber guck mal hier. Guck mal hier. Da ist er. Sammy Böhme. Christian, weißt du, das Leben kann so einfach sein. Ja? Wenn du es ein bisschen machst wie ich. Komm, ich gebe dir was ab. Nimm was von mir. Komm, hier. Nimm. Ja, nimm. Komm, hier. Komm. Christian, weißt du, lass mich dir ein Vorbild sein. Komm mal hier. Komm mal hier, du! Christian, lass mich dir alles das zeigen, was ich vom Leben weiß. Ich liebe dich. Was? Bitte was? Was hast du? Ich habe nichts gesagt. Ja, also ich liebe dich auch. Also als Kollege schätze ich dich sehr. Ich hätte es anders formuliert. Christian, komm jetzt. Das habe ich nicht gesagt. Ach komm, jetzt ist auch raus, du Ferkel, du. Komm mal her, du bist ein feiner Kerl. Du bist ein feiner Kerl, Mensch. Christian, ich liebe dich. Ach nee, Quatsch. Jack, ich liebe dich. Oh mein Gott, das Schiff geht unter. Überall Wasser, Wasser. Near, far, wherever you are. Das Wasser ist so kalt, Jack. Halte dich an mir fest. Das Schiff geht unter, Jack, aber unsere Liebe nicht. Komm mal her, Christian. Ja, Vanessa. Boah, das war super. Hm? Das war Findet Nemo. Sammy, das war der Schlussdialog von Titanic. Mann, den habe ich voll eingeübt. Jetzt mal ganz in Ernst. Meint ihr, damit nehmen die mich in Hollywood? Mit Sicherheit, Vanessa. Mit Sicherheit. Eine Hauptrolle in Hollywood wird deine übernächste große Aufgabe sein. Was wird meine nächste?
Kaffee kochen. Oh. Hast du jetzt endlich welchen? Nee, Christian, ich habe Tee besorgt. Wieso denn Tee? Na, ich habe mir gedacht, Tee, Christian, ist doch eigentlich viel gesünder, oder? Ach, das hast du dir gedacht, Vanessa, ja. Du bist Praktikantin. Du bist hier streng genommen gar nicht zum Denken angestellt, Vanessa. Oh, Christian, das kannst du jetzt natürlich gar nicht wissen, aber ich heiße doch gar nicht mehr Vanessa. Och, wieso das denn nicht? Du kommst aus der Eifel. Da ist doch Vanessa ein schöner traditioneller Vorname. Neben Sabrina und Chantal. Nein, Christian, ich heiße jetzt Heather. Ist besser für meine Karriere beim Fernsehen. Heather. Heather? Heather. 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 Heather! Heather. Heather. Aber Heather, Heather, bist du bescheuert? Heather. Geh mal raus und sag, guten Tag, ich bin die Heather. Das sagt die Hälfte Gesundheit. Sammy, du denke doch mal nach. Ey, Heather, ist doch viel internationaler. Ich will doch schon so lange in Ausland. Ja, dann geh ins Ausland. Fahr nach Holland Kaffee kaufen. Mann, du. Christian, das ist Ayurveda-Tee, ja? Da steht drauf, ein Getränk, von dem der Tag eine neue Wendung nimmt. Vanessa, wenn ich was trinken möchte, wovon der Tag eine neue Wendung nimmt, dann kippe ich mir morgen zum 9:30 vier Hefeweizen in den Kopf. Ja? Schon nimmt der Tag einen ganz neuen Wendung. Da brauche ich nicht so eine Esoterikbrühe hier. Christian, es wird nach ayurvedischen Grundsätzen gemischt. Du, das gibt es in Indien schon seit voll vielen Jahren. Ja, was meinen Sie, wie lange es in Indien schon Witwenverbrennungen gibt? Oh. Machen wir dir denn das auch hier im Büro, oder was? Oh. Also deine Gags, oh. Du. Au, 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 au. Sag mal, Christian, haben wir nicht gerade was besprochen? Christian, Mensch, mach dich mal ein bisschen auf. Mensch, Leute, Ayurveda, das ist toll, Ayurveda. Ich habe das mal gemacht hier in Sri Lanka. Mit heißem Öl verschaffen sie deinem Körper die höchsten Genüsse. Kenn ich, nannte man früher Frittenbude. Nein, Quatsch, allein das Ritual, ja? Ey, du kommst da rein, ja? Muss ich komplett nackig aussehen, nichts sagen und flach auf eine Liege legen. Sam ist ja genau wie damals bei dir bei meinem Vorstellungsgespräch. Genau. Da hab ich doch... Christian, ich habe achtmal bei den Sammy vorgesprochen. Nein, ich hab die nicht. Auf jeden Fall habe ich darauf geachtet, dass der Tee an Bio ist. Ja, toll. Den Bio-Tee trinkt hier aber keiner. Also ist er umsonst angeliefert worden. Das ist da nicht besonders bio. Christian, da steht drauf, dass 5% der Einnahmen in Indien für Elefanten mit Neurodermitis ausgegeben werden. Etchi Kolechi. Das ist doch einfach Greenwashing. Damit wollen Firmen mehr verkaufen. Sowas wie Krombacher. Ja, man säuft Krombacher und dafür wird dann Regenwald aufgeforstet. Das ist super. Ich finde das gut. Was meinst du, warum die ganzen Kegelclubs hier auf dem Flug nach Mallorca immer so stockbesoffen sind? Ja, das ist Verantwortung. Ja, natürlich. Ja, die saufen sich den Flug einfach klimaneutral. Ja, ne? Ein Bier, ein Baum. Ne? Noch ein Bier, noch ein Baum. Ne? Zwei Bier, zwei Baum. Kasten, Wald. Nein, das ist doch moderner Ablasshandel. Was anderes ist es doch nicht. Wenn man wirklich was verändern wollte, müsste man ganz anders ansetzen. Da müsste man zum Beispiel aufhören, Fleisch zu essen. Fleisch ist ökologisch eine der größten Ernährungssünden, die es gibt. Weil die Rinder das Klima kaputt furzen. Ja, genau. Und deswegen esse ich die auf. Ich esse die alle auf, die Viecher. Ne? So, ne? Dass die keinen Schaden mehr anrichten können. Komm, Leute, hey. Und außerdem hat die Menschheit immer Fleisch gegessen, ne? Ja, natürlich, aber doch nicht in diesem Ausmaß. Wir haben heute Massentierhaltung. Fleisch ist Industrieware geworden. Wir kennen das Tier nicht mehr, das wir essen. Ja, sag mal, soll ich jetzt mit der Frikadelle dann noch in Urlaub fahren, oder was? Zum Kennenlernen. Schön hier. Ach hier, aha, bist auch so ein Gemüse-Nazi. Hä? Weißt du, hierbei darfst du öffentlich kein Fleisch mehr essen. Das ist ja wie beim Rauchen, da musst du bei der Party im Winter mit dem Schnitzel raus auf den kalten Balkon. Also echt, das wird mir jetzt alles ein bisschen zu evangelisch hier, ehrlich. Das ist ja... Das ist nicht evangelisch. Ich wollte lediglich zum Ausdruck bringen, dass wir Verantwortung haben für den Erhalt der Welt. Wir alle. Hast du gehört, was er gesagt hat? Verantwortung? Soll ich dir was sagen? Ich trage Verantwortung. Ich trage Verantwortung. Und deswegen mache ich in meiner Show heute zwischendurch einfach ein bisschen Werbung für Solaranlagen. Bitte was? Ich mache Werbung für Solaranlagen. Sammy, pass auf, ich habe einen alten Freund, ja, aus dem Rotary Club in Meerbusch.
Feine Gegend, das Beverly Hills von Düsseldorf. Ne? Wohnt ein guter Freund von mir, Hubert Köllekes. Ein ganz feiner Kerl. Der hat eine Firma, The Sun of Meerbusch. The Sun of Meerbusch. Hä? Die werde ich zwischendurch aber immer schön erwähnen. Ist das klar? Sammy, ich weiß, dass es deutschen Solarunternehmern gerade nicht gut geht, aber das ist Schleichwerbung. Wir sind doch hier kein Satire-Puff. Was seit wann brüllt denn hier ein Erich so Hondo? Du schreibst das mit, The Sun of Meerbusch. The Sun of Meerbusch. Genau, wie man spricht. Ja? Sun, Leute, ich muss wieder zur Vorsorge. Du schreibst dabei den schönen Text, ja? Und lass ein bisschen Platz immer für die lustigen Geräusche, ja? Und du fährst mich, komm. Ah, okay. Vanessa, Vanessa, du solltest Kaffee kaufen. Herr Vanessa! Ja, toll. Schreib mir einen lustigen Text. Das sagt sich so einfach. Schreib mir einen lustigen Text. Es hat sich so viel geändert in letzter Zeit. Es ist wirklich im Moment, es ist wirklich schwieriger geworden thematisch. Ich meine, vor ein paar Wochen, da hatten wir noch WM. Das ist doch gefühlt ein ganz anderes Zeitalter gewesen, oder? Man hatte so einen richtigen Tunnelblick während dieser WM. Man hat doch vier Wochen über nichts anderes geredet. Ich fand das so entspannend. Man hatte nur Fußball im Kopf. Irgendwann fragte mich jemand mal zwischendurch, was sagst du zur Ukraine? Ich habe nur gesagt, hör mal, Ukraine ist gar nicht qualifiziert, du Doof. Oder jemand anders hat mich mal gefragt, was glaubst du, wie der Gaza-Konflikt zu lösen sein könnte? Ich habe gesagt, ja, ich würde Götze einwechseln. Es war auch toll zu sehen, wie das Land zusammenwächst, weil eben alle nur das eine Thema hatten. Die Schichten miteinander. Deutschland war irgendwie eins. Diese WM, man hat es immer gesehen, nach den gewonnenen Deutschlandspielen, wenn die Menschen aus den Kneipen rausgetorkelt sind. Und man sah manchmal, es sind auch Menschen, die vielleicht im Leben noch nicht so viel auf die Kette gekriegt haben, aber sie können sich mal bei den Gewinnern fühlen. So sehen Sieger aus, schalalalala. Und man denkt, nee, tun sie nicht, aber es ist egal. Nicht? Es ist egal. Die Zeiten sind jetzt komplett vorbei. Jetzt reden wir darüber, ob wir Waffen liefern sollen in den Nordirak. Ich meine, das Problem ist erstmal, wie kommen die da hin? Man kann nicht einfach so Waffen da ins Kriegsgebiet liefern. Das müsste eigentlich über die Zentralregierung gehen. Oder soll man die per DHL verschicken? Ja? Liebe Familie Peschmerga, leider haben wir sie nicht persönlich antreffen können. Wir haben die Waffen bei ihren Nachbarn abgegeben. Ne? Super. Einfach bei PKK klingeln. Ja, ist auch das Problem. Wie kriegen die Richtigen dann auch die Waffen? Wie kommen die nicht in falsche Hände? Wie kann man das sicherstellen? Und selbst wenn man das hat, die Waffen bleiben ja da. Ist ja auch so ein Problem. Ne? Die Waffen bleiben da. Wir haben so viele Waffen geliefert, genau in diese Region. Die haben jetzt die Islamisten. Ja, man kann ja nicht sagen, das sind jetzt Leihwaffen. Das wäre natürlich gut, wenn man sagen würde, rent a gun. Das Prinzip wäre natürlich gut. Die Kurden, die kriegen dann die Waffen nicht geschenkt von unserer Verteidigungsministerin, sondern dass die einfach von der leihen. Ja. Es ist so schwer, zu dem Thema Witze zu machen. Also bitte gestatten Sie mir den. Gut, dafür komme ich in die Wortspielhölle. Aber das... Es ist mir wert. Man merkt auch richtig bei der von der Leyen, wie die das genießt jetzt als Verteidigungsministerin. Man denkt doch wirklich, die will jetzt diese Bundeswehr, die unter sich hat, die will die jetzt auch einfach mal benutzen. Ja, wie die sich auch inszeniert inzwischen vor der Transall-Maschine im Morgengrauen, 5 Uhr morgens die Frisur sitzt. Ja? Und die haut auch Vorschläge raus in einer Tour. Ich kenne keinen Minister aus dieser Riege jetzt im aktuellen Kabinett, der so präsent ist wie die von der Leyen. Ehe so ein Heiko Maas mal mühsam eine Idee formuliert hat, da steht die Uschi schon mit den Truppen vor Stalingrad. Ja, die macht auch Vorschläge, die sich widersprechen. Das stört die gar nicht. Ja, die sagt, wir brauchen eine familienfreundliche Bundeswehr und gleichzeitig mehr Auslandseinsätze. Ich bin gespannt, wie sie das hinbekommt. Wahrscheinlich heißt es demnächst, okay, wir machen grundsätzlich nur noch Teilzeitkriege. Ja, oder nur noch Auslandseinsätze in grenznahen Ländern, damit die Eltern abends wieder bei der Familie sind. Oder am besten wäre eigentlich, man würde sagen, das wäre eigentlich das Beste. Man würde einfach alle radikalen Islamisten nach Deutschland holen, damit die Soldaten sich Arbeit mit nach Hause nehmen können. Oder was ich auch nicht verstehe, dieser Berliner Flughafen, was ist denn da aus diesem Land geworden? Mensch, Deutschland, das war das Land, da wurden Projekte fertig. Und zwar pünktlich. Das ist doch nicht mehr das alte Deutschland. Ich meine, gerade für Berlin ist es peinlich. Wovereit hat ja immer gesagt, Berlin ist arm, aber sexy. Und gerade wenn du so verdammt sexy bist, ist natürlich saudoof, wenn keiner bei dir landen kann. Ja, und
kamen ja manchmal auch im Wochentakt neue Hiobsbotschaften. Dann hieß es, der Mann, der da die Entrauchungsanlage konstruiert hat, der war gar kein Ingenieur, der war nur technischer Zeichner. Gut, jetzt bin ich Rheinländer. Als Rheinländer würde man sagen, gut, es ist aber immer noch dasselbe Metier. Ja? Das sehen Rheinländer doch dann irgendwie lockerer. Also auf einer rheinischen Baustelle würde so eine Frage nach einer Qualifikation gar nicht richtig verstanden. Ehrlich, nee, da hieß es, wie, was Qualifikation? Das ist mein Schwager. Ja? Aber als ob Medorn jetzt qualifiziert ist, dafür Flughafenchef zu sein, habe ich von Anfang an gesagt, schon als der anfing, das ist der falsche Mann am falschen Platz. Der ist auch schon Anfang 70, der Medorn. Ich meine nichts gegen Anfang 70-Jährige, aber in dem Fall denke ich doch, ist es nicht vielleicht besser, einen Flughafenchef zu haben, der die Eröffnung auch biologisch, also das, sagen wir mal, dass eine Restchance besteht, dass er es erleben könnte. Wäre von Vorteil. Gut, andererseits findet man einen 10-Jährigen, der sich das zutraut. Ist auch ein Problem. Was ist hier? Das muss hier, hier muss es hin. Guck mal hier, da ist er. Mich in der Technik. Herrlich, ja. Fantastisch, oder? Da ist er aber unwahrscheinlich hier. Da ist er, da ist er. Kabarettist, da ist er. Was soll denn das jetzt hier? Was? Oh, sorry, dann war einfach so hier reinplatzen. Aber das kann man nichts mehr machen. Jetzt sind wir ja schon drin. Ja. Ja, ein kleiner Scherz. Spaß muss sein, lachen ist gesund. Dafür sind wir ja Rheinländer. Leck mich in den Tisch, ja. Ah, sag mal, der Sammy hat es ja bestimmt schon angekündigt, oder? Nicht, dass ich wüsste, nein. Wie, hat er nichts gesagt? Nee. Hat er nichts gesagt? Ich glaube nicht. Gut, dann mache ich das also. Ich bin der Robert Köllekes von The Sun of Meerbusch. Da geht's ja nicht mehr. So, hier, und das ist meine Frau. Ja, die, Die Uschi. Ah, ja, Uschi, ja. Ich vergesse manchmal die Namen. Na, kleines Herz, Spaß muss sein, Lachen ist gesund, da wissen wir ja Rheinländer. Oh, also hier kritzelt ihr also den Janssen Kiki, ne? Den er immer im Fernsehen macht, herrlich, du. Oh. Ja, hier kritzeln wir den Kiki, ja. Wollte ich ja schon immer mal sehen, ne, Uschi? Ja, der Huber, das ist ja auch ein Janssen-Kreativer. Ja, vor allem bei der Steuererklärung. Merkst du was? Hör mal, das, was ihr macht, das mache ich ja schon lange. Oh, schon lange. Was, ich bin nämlich im Karneval aktiv, ne? In Meerbusch. Bei die KG lässt mir besser Verdiener von 1943. immer in der Bütt. Jans führe dran. Und der erzähle ich Geschichten, hör mal, da schmeißt du dich weg. Ne, Uschi, das ist zum Schießen. Kann ich mir gut vorstellen, alles auch mit dem Schießen und ja. Ja, so. So, pass auf. Also Sammy ist ein ganz alter Kumpel von uns. Den kenne ich ja schon ganz lange aus dem Rotary Club in Meerbusch. Pass auf, ich hole mal ein bisschen aus. Früher habe ich ja mal in Toiletten gemacht. Ne? Also, beruflich jetzt, ne? Sanitär, verstehst du? Guck mal hier, dampft die Kacke, tropft der Hahn, ruft Köllekes in Meerbusch an. So. Ich weiß aber, Sammy ist ein klasse Typ, du. Oh. Dem habe ich damals ein Designerband verkauft, nur das Beste, Colani. Das Klo war so edel, das war mit dem Bidett von der Uschi Glas befreundet. Ja. So, aber jetzt, junger Freund, weißt du, jetzt mache ich ja in Solar, verstehst du? Solar, ne? Kennst du? Und deswegen finde ich das so ja nicht so schlecht, weißt du, dass ihr mal so ein bisschen, wie soll ich sagen, weißt du, mal so ein bisschen Schleichwerbung für uns macht. Nein, wir machen hier keine Schleichwerbung. Ich habe noch was mitgebracht, Herr Ehren, gucken Sie doch erstmal hier, Prosecco, Prosecco für alle, ja klar, Prosecco von der Kö. Wenn der Hubert und ich in Düsseldorf sind, dann sind wir immer als erstes auf der Königsallee, ne, Hubert? Ja, sicher, schön auf der Kö, schön lecker Prosecco, weißt du, sitzt du da, schön ein paar Tortellinos. Ach, schön, oder ein paar Knotschis, herrlich, du weißt du. Verstehst du, gestern Mittag noch schön Quattro Formaggi, alles. Die Kö, it's a must, ja, die Kö, it's a must. Besser kannst du in die ganze Welt nirgendwo einkaufen, hör mal, nirgendwo. Ich hab zum Beispiel ein paar Unterhosen von Burberry. Du, hör mal, das ist in Qualität, ich will mal sagen, das ist für den Schritt so weit wie ein Phantasialand. So, Klavierspieler. Oh. Wie kann man denn helfen? Bitte? Wie kann man denn helfen? Wieso denn helfen?
Ja, der Sammy hat gesagt, ihr braucht ein bisschen Nachhilfe von Menschen, die sich im Leben ein bisschen auskennen. Bitte, das hat Sammy gesagt? Hat er gesagt. Eigentlich hat er gesagt, ihr hättet von Tuten und Blasen keine Ahnung. Das hat er nicht gesagt. Hat er genau so gesagt. Er hätte gesagt, ja. Ja, Uschi ist manchmal ein bisschen schnippig, aber weißt du, da springt manchmal die Nadel aus der Rille da. Nee, aber weißt du, junger Freund, weißt du, Sammy weiß ja Bescheid. Aber wir sind doch sozial, sind wir doch ganz unterwegs, weißt du, wir sind doch gesellschaftlich engagiert. Weißt du, guck mal, wir sind auch Leute, die es nicht so dick haben. Ne? Guck mal, Uschi zum Beispiel, die macht seit Jahren Charity. Ja, ich mache ja Charity und da arbeite ich mit der Ute Uhofen zusammen. Ja, die kennen wir beiden ja schon seit Jahren. Also zumindest Teile von der. Herr Ehringer.